Liebe Genossinnen und Genossen, verehrte Gäste und ein ganz besonderes herzliches Willkommen an die Kinder, die hier sind. Es macht immer gute Stimmung, wenn ihr dazwischen ruft. Beim Rückblick auf das vergangene Jahr fällt auf, dass wir in unsicheren Zeiten leben. Terrorgefahr, rassistische Gewalt nehmen zu, Rechtspopulismus hat Zulauf und Ängste und Krisenstimmungen befördern Gewalt. Und das neue Jahr begann auch mit einer sehr üblen Form von Gewalt. Ich meine den Männerexzess in Köln in der Silvesternacht. Ich sehe das wie Dietmar. Die Täter müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Bei sexualisierter Gewalt gibt es weder einen Malus noch einen Bonus in Bezug auf die Herkunft der Täter. Doch wir wissen auch, Sexismus ist keine Importware aus dem Ausland. Und viele, die jetzt das Wort ergreifen, viele, die jetzt in vermeintlich großer Sorge um den Schutz von Frauen vor sexualisierter Gewalt das Wort ergreifen, waren in der Vergangenheit immer dafür, die Gelder für Frauenschutzhäuser beispielsweise zu kürzen. Und ihre Empörung kommt mir verdammt heuchlerisch vor. Ich will noch mal daran erinnern, dass erst 1997 die Straffreiheit von Vergewaltigung in der Ehe abgeschafft wurde, dass gegen Widerstände großer Teile der Union getan werden musste. Wir als Linke hingegen, wir sind empört über Sexismus und sexualisierte Gewalt überall. Wir sagen, Sexismus und sexualisierte Gewalt dürfen keinen Platz in dieser Gesellschaft haben, nirgendwo, und das gilt gleichermaßen für die Familie, für den Arbeitsplatz, für das Oktoberfest und auch für den Bahnhofsvorplatz in Köln. Erinnert ihr euch? Es gab Zeiten, da waren Hakenkreuzschmierereien eine Nachricht wert. Angesichts der explosionsartigen Zunahme von rassistischer Gewalt schaffen es solche rechten Straftaten nicht mehr in die Nachrichten. Und die lebensgefährlichen rassistischen Übergriffe nehmen zu. Denken wir nur an die Messerattacke auf unseren Genossen Julian Kinzel aus Mecklenburg-Vorpommern. 17 Messerattacken oder 17 Messerstiche wurden gegen ihn verübt. Dieser Angriff auf Julian war ein Angriff gegen uns alle. Und wir wünschen gute Besserung, lieber Julian. Wir schicken unsere solidarischen Grüße an unsere mutigen Genossen nach Mecklenburg-Vorpommern. Liebe Genossinnen und Genossen, infolge der grausamen Terroranschläge auch in Paris konnte man eins sehr gut beobachten. Terrorismus und Rassismus sind Brüder im Geiste. Sie verstärken sich gegenseitig. Sie sorgen jeweils dafür, dass der andere Zulauf bekommt. Und weil sie zusammengehören wie siamesische Zwillinge, kann man Rassismus, rassistischen Terror und fundamentalistischen Terror nur gemeinsam bekämpfen. Und deswegen fordern wir als Linke einen New Deal, einen neuen Gesellschaftsvertrag gegen Krieg und Terror. Und dieser New Deal muss auch eine Art Marshallplan für den Nahen Osten enthalten. Machen wir uns nichts vor, das wird nicht einfach werden. Hinter der verfehlten Politik der vergangenen Jahre stehen starke Interessen. Die Interessen der USA, die Interessen europäischer Staaten, Russlands, Saudi-Arabiens und nicht zuletzt die Interessen der Rüstungsindustrie hier und dort. Und ich bin, als ich hier ankam, vom ZDF gefragt worden, ja, Sie haben ja heute einen Kranz niedergelegt, am Grab von Karl und Rosa, ist das denn nur ein Ritual? Und ich habe geantwortet, ich finde, das, was diese beiden geschrieben haben, zum Beispiel gegen Militarisierung, das hat nichts, aber auch nichts an Aktualität verloren. Wir brauchen einen neuen Aufschwung in der Friedensbewegung und lasst uns im Sinne von Rosa und Karl Teil dieser neuen Friedensbewegung sein. Vor allen Dingen, wenn wir zurückschauen auf 15 Jahre Krieg gegen den Terror. Wir als Linke haben immer davor gewarnt, aber nach 15 Jahren kann man ja auch einfach mal Bilanz ziehen. Die Welt ist nach 15 Jahren Militäreinsätzen der NATO-Staaten nicht sicher geworden. Ganz im Gegenteil, die Gefahr von Terror hat zugenommen, auch aufgrund
der vermeintlichen Kollateralschäden der unschuldigen Opfer von Bomben, die fallen. Jede Bombe, die fällt und einen Unschuldigen trifft, gibt den Terroristen neues Propagandamaterial. Jede Bombe ist Kraftfutter für den Terror und auch deswegen sagen wir Nein zu jeder weiteren Bombe. Das Jahr 2015 stand auch im Zeichen der Debatten um Geflüchtete. Und ich finde, mit diesen vielen Menschen, die fliehen mussten, platzt die Systemfrage in Merkels vermeintlich heiles Biedermeier. Denn die vielen, die in großer Gefahr Grenzen überwinden, führen uns die Begrenztheit unserer Art zu wirtschaften und Handel zu betreiben vor Augen. Schließlich ist es die globale Ungerechtigkeit, die Menschen in die Flucht treibt. Und wir als Linke geben dieser Ungerechtigkeit einen Namen. Es ist das kapitalistische Wirtschaftssystem. Wer also Fluchtursachen nachhaltig bekämpfen will, muss ran an die kapitalistische Wirtschaftsweise. Und noch etwas ließ sich im letzten Jahr beobachten. Eine neue Bewegung, die Bewegung der Flüchtlingssolidarität. Während der Staat massenhaft versagte, leisteten Ehrenamtliches Großartiges. Diese Refugee-Welcome-Bewegung ist eine der stärksten sozialen Bewegungen der letzten Zeit. Ihr gilt unser Dank und Respekt und ich bin stolz, dass wir als Linke organischer Teil dieser Bewegung sind. In diesem Zusammenhang gilt mein Dank auch der Linken in Thüringen und Brandenburg. Sie haben im Bundesrat Nein gesagt zur Verstümmelung des Asylrechts, ganz im Gegensatz zu den Grünen in Baden-Württemberg. Als es zum Schwur kam, sind die Grünen in Baden-Württemberg eingeknickt. Dabei hätten es die Regierungen, an denen Linke und Grüne beteiligt sind, im Bundesrat verhindern können, dass das Asylrecht weiter verstümmelt wird. Und ich finde, das ist nur ein Grund von vielen, warum Wilfried Kretschmann dringend eine linke Gegenkraft im Landtag von Baden-Württemberg verdient. Lieber Bernd, wir werden die Wahlkämpfe in Baden-Württemberg in den nächsten Wochen mit aller Kraft unterstützen, denn diesem Asylrechtsverstümmler Wilfried Kretschmann wird eingeheizt, und zwar von links. Das Staatsversagen in der Flüchtlingsfrage wird übrigens auch besonders im Vergleich mit der Finanzkrise 2008 deutlich. Damals, als zunehmend mehr Menschen drohten, kapitalismuskritisch zu werden angesichts der Finanzkrise, gingen Angela Merkel und ihr damaliger Vizekanzler vor die Kameras der Weltöffentlichkeit und sprachen eine Garantie für die Spareinlagen aus. Das nahm damals der Verunsicherung gegenüber den Banken die Spitze. Heute nun bereiten soziale Ängste den Boden für neuen Aufschwung von Rassismus. Nun gibt es keine Entschuldigung dafür, zum Rassisten zu werden. Ich finde, egal ob man Banker, Bäckerin oder Bettler ist, es gibt keine mildernden Umstände für Rassismus. Aber wir wissen, dass Abstiegsängste den Boden für Rechtspopulismus und Rassismus bereiten und deswegen muss man dort ansetzen. Deswegen fordern wir eine Sozialgarantie. Merkel und ihr jetziger Vizekanzler Gabriel müssten endlich verlässlich ausschließen, dass es zu Sozial- und Rentenkürzungen gibt, um Rassismus und Rechtspopulismus auch in Grundlage zu entziehen. Aber diese Sozialgarantie bleibt aus. Offensichtlich hat man mehr Angst vor Kapitalismuskritik als vor wachsenden, menschenverachtenden Rassismus. Und das zeigt, CDU und SPD sind eben doch die Parteien der Banken und Konzerne und nicht die Parteien der arbeitenden Mitte. Liebe Genossinnen und Genossen, die Politik der EU-Eliten sorgt dafür, dass immer mehr Menschen den Glauben an eine andere Politik in Europa verlieren. Aber verschließen wir nicht die Augen vor dem Ermutigenden innerhalb Europas. In England haben die Mitglieder der sozialdemokratischen Labour-Partei gegen den Willen des Establishment mit Jeremy Corbyn einen Vorsitzenden gewählt, der für einen klaren Bruch mit dem Neoliberalismus und für einen klaren Friedenskurs steht. Mit solch einem sozialdemokratischen Vorsitzenden könnte man auch in Deutschland die Machtfrage von links stellen. Nur leider sehe ich in der SPD weiter kein Jeremy Corbyn. Zu dem Erfreulichen in Europa gehört auch, dass Merkels Europa der Sozialkürzung der Austerität Gegenwind bekommt und dieser Gegenwind bläst aus dem Süden.
Denken wir nur an den Regierungswechsel in Portugal, in Griechenland, an die Wahlerfolge in Spanien. Die Linke im Süden hat gezeigt, sie kann erfolgreich sein, wenn sie bereit ist, die Machtfrage zu stellen. Und um Missverständnisse auszuschließen, das, was SPD und Grüne gerade machen, ist das Gegenteil von der Machtfrage zu stellen. Denn sie befinden sich in einem Dauerwettbewerb, wer ab 2017 Kellner im Restaurant Merkel sein darf. Das Ganze erinnert an eine Castingshow unter der Überschrift Merkels Next Junior Partner. Ja, wahrscheinlich muss man darüber lachen, auch wenn es traurig ist, aber ich finde, sie versündigen sich damit an der Demokratie. Denn SPD und Grüne verstellen damit die Chancen für einen Politikwechsel und sie tragen deswegen Verantwortung dafür, wenn keine Wechselstimmung aufkommt in diesem Land und sie tragen Verantwortung dafür, wenn keine Hoffnung auf einen sozial-ökologischen Umbau aufkommt. Die Linke im Süden hingegen hat deutlich ausgestrahlt, es geht um etwas. Ein grundlegender Bruch mit der herrschenden Austeritätspolitik ist nicht nur nötig, sondern ist auch möglich. Und daran sollten wir uns ein Beispiel nehmen. Strahlen wir aus, es geht um was? Es geht um einen Bruch mit dem unsozialen Neoliberalismus. Liebe Genossen und Genossen, ich komme zum Schluss. Wir leben in unsicheren Zeiten und es ist bemerkenswert, wer alles die Sicherheit für sich beansprucht. Als Rot-Rot-Grün in Thüringen die undemokratischen V-Leute abschaffte, hieß es von Seiten der Konservativen, Rot-Rot-Grün gefährde die Sicherheit. Als die britische Labour-Partei in einer demokratischen Wahl Jeremy Corbyn wählte, sagte Cameron, damit sei Europa gefährdet. Ins gleiche Horn blies der portugiesische Parlamentspräsident, als im Ergebnis einer demokratischen Wahl eine Mehrheit für Mitte-Links entstand, hieß er, hiermit wäre die Sicherheit in Europa gefährdet. Wir aber wissen, Corbyn, Syriza, Mitte-Links in Portugal und ein linker Ministerpräsident in Thüringen sind eben keine Gefahr für die Demokratie. Im Gegenteil, auch wenn nicht alle Blütenträume reiften, so haben sie doch die Demokratie gestärkt, weil sie eine Perspektive aufgemacht haben für eine andere Politik. Wir wissen, nicht die Linken gefährden die Sicherheit in Europa. Es ist das Setzen auf Kriege und das Dogma der Austerität, was die Sicherheit in Europa gefährdet. Denn Militäreinsätze treiben dem Terror neue Mitstreiter zu und der neoliberale Kürzungszwang untergräbt in Europa die soziale Sicherheit sowie die Demokratie. Also lassen wir es den Kräften des Neoliberalismus nicht durchgehen, wenn sie die Sicherheit für sich beanspruchen. Für wirkliche Sicherheit, für wirkliche Demokratie in Europa steht die Linke. Und im Sinne der Demokratie, der sozialen Sicherheit und des Friedens gilt es, diese Kraft auch 2016 zu stärken. Vielen Dank. Vielen Dank, Katja Kipping. Bei unserer EL-Tagung hat einer anknüpfend an das Buch, das Christian Reimann und Wolfgang Gehrke zusammen rausgegeben haben, Rufmord Antisemitismus, uns aus sehr berufenem Munde gesagt, dagegen einzustehen, dass Kritik an Netanyahu irgendwie antisemitisch sei. Es kam aus sehr berufenem Munde und es hat auch entsprechend gute Resonanz gehabt und Beifall gehabt und deswegen begrüße ich ihn hier aus der Knesset, der kommunistische Abgeordnete mit den arabischen Kräften im parlamentarischen Wahlkampf verbündet, Dov Chenin, herzlich willkommen. Applaus